Kapitel 56 Vorbereitung zum Krieg Harry starrte immer noch auf die ihm hingestreckten Hände. Das durfte doch nicht wahr sein. Vorsichtig nahm er Demetrius linkes Handgelenk und sah es an. Ich darf nicht unverschämt sein. Ihm war absolut klar, wer dafür verantwortlich war. Wie hat sie das gemacht? Blutfeder war die mehrstimmige Antwort. Harry wurde blass. Er konnte sich gerade noch einen Sessel herbeiwünschen, ehe er nach hinten wegkippte. Ungläubig blickte er seine Kameraden an. Blutfeder? Diese Dinger gehören zu den unverzeihlichen Artefakten. Sie werden sogar für genauso gefährlich wie der Cruciatus gehalten. Demetrius nickte nur. Auch die anderen Schüler hatten sich in der Zwischenzeit gesetzt. Unter ihnen waren auch Fred und George wobei nur george einen satz auf seinem handgelenk hatte ich muß meine lehrerin respektieren bei jedem stand was anderes aber jeder satz sah gleich schmerzhaft aus bei mir hat sie es auch versucht erschrocken sah sich harry um neben ihm auf der sessellehne hatte es sich luna bequem gemacht wie bitte letzten montag sie hat gehört wie ich über nagel gesprochen habe und hat sich fürchterlich darüber aufgeregt als sie mich danach sitzen lassen wollte, ist Tobi eingeschritten. Nun hatte das Mädchen die gesamte Aufmerksamkeit. Jeder sah sie fragend an. Bevor sie mich noch abführen konnte, kam der Kleine aus meinen Haaren und hat sie attackiert. Allerdings so, dass die pinke Gefahr nicht merkte, dass er bei mir wohnt. In was hat er sich verwandelt? Luna grinste ihrem Bruder an und kraute ihn hinter den Ohren. In einen Zentauren. Das rief brüllendes Gelächter hervor. Oh Mann, das erklärt, warum sie für immer aus dem Weg geht. Fred hielt nun allerdings nichts mehr auf seinem Sessel. Er sprang regelrecht zu dem blonden Mädchen und fing an, ihre Haare zu streicheln. Danke, Toby, du hast dich gerade zu meinem persönlichen Helden gemacht. Lass dieses Miststück bloß nicht in die Nähe von Luna. Harry konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Und auch die anderen waren mehr als amüsiert. Was? Nichts, Fred. Wir freuen uns nur für euch. Noch gibt's da nichts zu freuen. Ich bin immer noch in der Werbephase. Luna lehnte ihren Kopf an den des Zwillings. Die hast du gerade erfolgreich abgeschlossen. Das brachte ihr einen verdatterten Blick ein. Mensch, Sie haben, wer sich für Luna interessiert, muss auch all ihre Freunde akzeptieren. Und ein kleiner Tipp, Du solltest sie auch bei der Suche nach Wesen unterstützen. Du meinst Wesen, deren Existenz noch nicht bewiesen ist? Genau, mit dem größten Vergnügen. Damit zog er Luna von Harrys lehne und setzte sich mit ihr auf dem Schoß wieder hin. Nun wurde Harry allerdings wieder ernst. Leon, hast du deiner Frau das gezeigt? Nein, damit hätte ich nur Umbridge eine Freude gemacht. Sag, was du willst, aber ich bin mir sicher, sie hatte vor, Aurora dadurch loszuwerden, und die Freude mache ich ihr sicher nicht. Verständlich, aber wir müssen etwas dagegen tun. Es kann nicht sein, dass diese Frau ungestraft Schüler foltert. Stellt euch nur vor, es trifft jemanden aus den unteren Jahrgangsstufen. Was willst du dagegen tun? Dobby, Winky. Mit einem Plop erschienen die beiden Elfen. Hallo, geht's euch super? Hallo, Sänger. Nein. Leider geht es uns nicht super. Sofort waren die beiden Hauselfen alarmiert. Was ist passiert? Harry zeigte auf seine Schulkollegen. Niemand musste den beiden sagen, um was es sich bei den Verletzungen handelte. Hauselfen hatten ein Gespür für solche Dinge. Was dann aber geschah, ließ einige Schüler die Haare zu Berge stehen. Dobby und Winky gingen wieder in den Angriffsmodus. Vor allem die bora riefen schon fast Panik hervor. Beruhigt euch wieder, die beiden sind nur sauer auf eine gewisse Lehrerin. Wie kann man Kinder so etwas antun? Winky ist empört. Winky wird nicht zulassen, dass noch ein Kind unter dieser Frau leiden muss. Genau das habe ich gehofft. Winky, kannst du den Kinderschutz auf alle Schüler ausbreiten? Natürlich mit Ausnahme von Umbridge Brigade. Ich kann jeden Schüler schützen, der noch nicht volljährig ist. Bei den 17-Jährigen geht das nicht. Sie zählen streng genommen nicht mehr als Kinder. Also gibt es keine Möglichkeit, diese zu schützen? Nun mischte sich Dobby ein. Doch, die gibt es, aber dafür brauchen wir die Erlaubnis der Schüler, sie beschützen zu dürfen. Harry sah seine Kameraden auffordernd an. Die überschlugen sich regelrecht damit, die Elfen die Erlaubnis zu geben. George hatte allerdings einen kleinen Einwand. Was ist mit denen, die nicht hier sind? Die können euch ja schlecht die Erlaubnis geben. Harry dachte einen Moment nach, ehe ihm die Idee kam. Luna, könntest du bitte eine Nachricht an die anderen schreiben, allerdings nur an die über siebzehn? Sag ihnen genau, was wir wollen und warum. Wenn sie ihr Einverständnis geben, sollen sie. Mh, ihre Schlafanzüge morgen gefaltet auf die Kopfkissen legen, dann fällt da niemanden auf. Gut, mache ich. Und schon machte sich Luna an die Arbeit. Gut, dass sie entscheiden konnten, wer eine Nachricht bekam und wer nicht. Es wäre für die Jüngeren sicher nicht gut gewesen, wenn sie wüssten, dass sie Angst vor Folter haben müssten. Gut, dann würde ich euch nur noch bitten, auf eure Klassenkameraden aufzupassen, die nicht in der DR sind. Nicht, dass einer von ihnen in die Fänge der pinken Gefahr gerät. Winky hatte in der Zwischenzeit den Kinderschutz aktiviert. Dazu hatte sie allerdings sämtliche weiblichen Elfen im Schloss um Mithilfe gebeten. Allein wäre das zu viel gewesen. Alles erledigt. Die kommt an keine Kinder mehr heran. Danke, Winky. Ich bin auch fertig. Jetzt müssen Dobby und die anderen nur noch auf die Antwort morgen warten. Harry lächelte grimmig. Die Frau wird sich noch wundern. Als Harry in die Wohnung kam, schnappte er sich erst einmal seine drei Tiere und begann ausgiebig mit ihnen zu kuscheln das brauchte er nach diesem schock einfach es dauerte nicht lange da wurde die tür aufgerissen so daß sie an die wand knallte herein kam ein gift und galle spuckender zaubertränkemeister deiner guten laune entnehme ich dass du gerade besuch von einigen schülern mit gewissen büchern hattest was fällt dieser schleimigen abartigen entschuldigung für einen menschen eigentlich ein die frau ist ein rückschritt in die evolution ich dachte, ich sehe nicht recht, als Millicent und die anderen mir dieses Machwerk da entgegengehalten haben. Mimi war so auch dabei? Hätte ich mir eigentlich denken können, dass sie ihre Küken nicht alleine lässt. Mimi? Ja, der neue Spitzname für Millie. Eine Mischung aus Millie und Mami. Wir fanden, es passt zu ihr. Und ihr gefällt es auch. Schön. Ähm, es tut mir leid, aber ich muss gleich nochmal weg. Ich nehme an, zum Direktor? Richtig. Er muss diese Bücher sehen. Können wir die Frau so loswerden? Selbst wenn, das Ministerium wird einfach jemand anderen schicken. Aber er wird ihr zumindest die Hölle heiß machen. Gut, dann freue dich mal auf drei wütende Hauslehrerkollegen, die mit dem gleichen Anliegen kommen werden. Du hast die Schüler zu den Lehrern geschickt? Natürlich. Gute Entscheidung. Also dann bis später. Damit küsste Severus seinen Mann nochmal ausgiebig, ehe er sich mit den Büchern auf den Weg machte. Harry wartete noch einen Moment. Dobby? Winky? Hallo, geht's dir wieder? Super? Es geht mir auf jeden Fall schon besser, danke. Und du hast wirklich viel von Winky gelernt in so kurzer Zeit. Das ist toll. Danke, super. Winky ist toll, super. Sanft kraulte Harry den Papagei. Wir haben uns schon gefragt, wann du uns rufen wirst. Du hast doch einen Plan, einen, der uns nicht gefallen wird. Ja, Dobby, den habe ich. Und nein, er wird euch überhaupt nicht gefallen. Aber diese Frau hat den Schülern mit ihrer letzten Aktion den Krieg erklärt. Und ich sehe nicht ein, dass sie damit durchkommt. Winky seufzte und setzte sich auf das Sofa neben Harry. Was schwebt dir vor? Du mußt den Kinderschutz von mir nehmen. Und bevor du dich jetzt aufregst, hör mir bitte erst einmal zu. Ich will, dass mich dieses pinke Miststück einmal nachsitzen lässt, und zwar mit der gleichen Bestrafung wie die anderen. Ich werde sie in der nächsten Stunde provozieren, und sie wird nicht widerstehen können. Aber ich kann nicht gleich zu Severus oder jemand andern gehen. Ich will nämlich nicht nur die Frau bloßstellen, sondern das ganze Ministerium. Deswegen möchte ich, dass wir die Eltern, Elternvertreter, den Orden des Phönix und am besten noch Skita hierher holen. Und erst dann will ich allen zeigen, wie Umbridge arbeitet und dass das Ministerium das Ganze auch noch unterstützt. So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, denn ich bin sicher, dass sich der Minister nicht mit sämtlichen Eltern der Presse und verweiß ich nicht noch, was wem anlegen will. Du glaubst also, er wird zurückrudern? Oh ja, darin war das Ministerium schon immer gut. Ein verletztes magisches Wesen ist nur noch das Töpfelchen auf dem I. Gut, ich werde den Kinderschutz für dieses eine Nachsitzen runterschrauben, aber ich werde nicht mehr erlauben als die Blutfeder. Mehr erwarte ich auch nicht. Da ich so viele Menschen nach Hogwarts einschleusen will, brauche ich aber eure Hilfe. Schafft ihr das? Oh, wir sind nicht allein. Glaubt mir, die anderen Hauselfen sind ganz wild darauf, etwas gegen diese Kuh zu unternehmen. Schön, dann komme ich am Wochenende in die Küche und wir arbeiten an der Planung. Damit war das erledigt und nach einer kurzen Unterhaltung verabschiedeten sich die Elfen. Harry wartete jetzt nur noch auf seinen Mann, denn er hasste nichts mehr, als allein schlafen zu gehen. Es war soweit. Harry hatte Nachsitzen bei Umbridge. Die Frau zur Weißglut zu treiben, war einfacher als bis zwei zu zählen. Er mußte einfach nur Sirius Unschuld beteuern und schwupps, nachsitzen um 18 Uhr. Der Katzenjunge klopfte am Büro seiner Lehrerin. »Herein!« Als Harry eintrat, traf ihn fast der Schlag. Das war mit Abstand die schlimmste Inneneinrichtung, die er je gesehen hatte. Selbst Lockhart hatte mehr Stil gehabt. Hier wurde man ja regelrecht von Pink erschlagen. Und auch die Katzen auf den Ziertellern schienen zu wirken. Ja, eindeutig, sie wirkten. »Also, Mr. Snape, Sie meinen tatsächlich, in meinem Unterricht Lügen erzählen zu können? Das werde ich Ihnen schon noch austreiben. Aber Professor, Sie wissen doch, dass ich keine Lügen erzähle. Das hat der Experte über magische Wesen doch gesagt. Das gilt erst, wenn Sie zum weißen Vampir geworden sind. Und jetzt setzen Sie sich! Umbridge legte drei Seiten Pergament und eine Feder vor den Jungen. Schreiben Sie, ich darf keine Lügen erzählen! Innerlich, die Augen verdrehend, Trat Harry wie geheißen. Au, verflixt, das tat ganz schön weh. Kein Wunder, dass diese Dinger verboten waren. Aus den Augenwinkeln sah der Griff, dass ihn Ambitch erwartungsvoll ansah. Anscheinend wartete sie auf eine Reaktion. Na, darauf konnte sie lange warten. Und so schrieb er. Nach zwei Stunden war das Nachsitzen zu Ende. Mittlerweile schmerzte Harrys Hand. Aber mit dem Ertragen von Schmerzen hatte er Erfahrung. Das hier war lachhaft. Versuch mal, Dudleys Krallenexperiment zu überstehen, dann reden wir weiter. Damals hatte sein vetter Cousin herausfinden wollen, ob Salz die Wundheilung verzögerte und die Narbenbildung begünstigt. Ja, tat es. Ein in die Wunde eingelegtes Haar hatte dieselbe Wirkung, wie ein Folgeexperiment bestätigte. Jugendforsch im Hause Dursley. Als er aus dem Büro heraus war, legte er sofort einen Glammerzauber auf die Verletzung. Severus durfte das auf keinen Fall sehen, zumindest jetzt noch nicht. An einer Ecke sah er Winky stehen und wusste, dass sie den Kinderschutz wieder auf ihn legte. Er nickte ihr noch einmal zu und ging dann zurück zur Wohnung. Severus hatte erzählt, dass er in der Küche bei den Elfen war. Wenn das alles vorbei war, würde es wohl den ersten Ehekrach geben. An diesem Abend ergriff das erste Mal Harry die Initiative. Heute brauchte er einfach die Nähe seines Mannes. Severus war mehr als überrascht. Noch nie hatte er seinen Kleinen so offensiv erlebt, aber ihm sollte es recht sein. Harry intensivierte den Kuss und ließ seine Hände über die Brust von Severus wandern. Zwar traute er sich noch nicht unter das Oberteil, aber auch so fühlte sich sein Mann herrlich an. Severus hingegen hatte die Hände bereits wieder unter das Oberteil von Harry geschoben. Mit einer Hand glitt er über den Brustkorb seines Mannes, die andere ließ er wieder zu dessen Mitte gleiten. Es dauerte nicht lange, und Harry stöhnte lustvoll auf. Immer weiter trieb er seinen Kater, bis der über die Klippe sprang, und dieses Mal folgte ihm Severus. Nachdem sich beide wieder beruhigt hatten, wollte Severus es dann doch wissen? Nicht, dass ich mich beschweren will, aber gibt es einen Grund dafür, dass du heute so wild bist? half Harry ihm weiter. Es waren nicht ganz die Worte, die ich verwendet hätte, aber ja. Ich weiß nicht, ich wollte dich einfach spüren. Schlimm? Ganz und gar nicht. Ich freue mich, wenn du deine Scheu überwindest. Noch einmal küssten sie sich sanft, ehe sie sich bettfertig machten. Das Ganze hatte doch länger gedauert, als Harry gedacht hatte. Aber endlich war es soweit. Am Wochenende wollte Harry, Winky und Dobby ihren Plan umsetzen und sämtliche Leute ins Schloss holen. Harry war schon gespannt, wie sich Fatsch da wieder herausfinden wollte. Aber erstmal war heute noch ein DA-Treffen. Harry hatte für heute den Patronus geplant. Alle waren mittlerweile soweit. Gerade erklärte er, was man für den Zauber brauchte, als er von denen unterbrochen wurde. Sag mal, weiß jemand, wo Susan ist? Suchend blickten sich die Schüler um. Und tatsächlich, von dem schüchternen Mädchen war keine Spur. Auch ein Blick auf die Münze und in den Klitterer zeigten keinen Erfolg. Glaubt ihr, ist etwas passiert? Plopp! Erschrocken wandten sich die Schüler dem Geräusch zu. Was macht ihr denn hier? Hallo, geht's euch super? Ich glaube, wir müssen unseren Plan vorverlegen.